Tag, Freunde, ich bin's wieder, Lunaflex, und wir spielen weiter, Link's Awakening. Und befinden uns immer noch im Maskentempel, suchen Karte und Kompass jetzt erstmal. Nein, da komme ich her, da komme ich her, da komme ich her. Ha, hep, so. Achso, nein! Boah, ich hatte gerade gute Lust. Ich port mich zum Anfang des Dungeons. Wir gehen jetzt erstmal nach links und gucken, ob wir Karte und Kompass finden. Nicht wahr? Nicht wahr? Immerhin können wir abkürzen, was ja absolut kein Problem ist. Geh weg. Vielleicht gibt's hier noch irgendwas. Beziehungsweise, was heißt vielleicht? Bitte lass dir noch irgendwas geben. Zum Beispiel hier. Das habe ich nie kapiert, aber okay. Wer will denn schon? Der hat doch schon. Und so, da war nichts mehr, oder? Nee, nur die komische Eulenkopfstatue. Kommen wir mal hier rein. Na, hier waren wir ja auch schon. Aber hier können wir jetzt schon runter, weil wir das Ding haben. Den, ihr wisst schon. Level 2 Armband und so. Ja, genau. Und hoch. Ja, ich cut euch das raus. Bis gleich. Ihr müsst ja nicht nochmal sehen, wie ich das alles da langlaufe, nicht wahr? Ja, das ist aber jetzt leicht, weil ich habe ja den einfachen Bombenweg gefunden. Und zwar hüpfen wir jetzt hier nochmal drüber. Und jetzt, wenn die verschwinden, machen wir den hier. Und das war's. Und dann können wir... Da waren wir schon, oder? Verdammt. Kann es denn sein? Oh, da muss ich echt... Naja, okay. Dann... Wenn wir echt müssen, dann müssen wir wohl echter. Hilft ja nix. Gehen wir mal hier rein. Ja, hier waren wir hier. Dann sind wir hier. Okay, day. Hier rüber. Den habe ich mit Sicherheit auch schon aufgemacht. Habe ich auch. Dann befinden wir uns da. Okay, okay. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Und da sind wir letztendlich da. Also ich muss den Weg so machen. Gut. Möchte ich mal kurz behaupten, ich mag den Maskentempel gerade irgendwie nicht. Etwas leicht zu verwirrend. Aber ich bin doch relativ optimistisch, dass wir den in dem Part schaffen werden. Ich bin ja euer Flexi. Da war die Ding, wo wir runter. Da hier hoch. War ich in der Treppe schon drin? Moment mal. Was willst jetzt du von mir, Spiel? Okay. Kann man da irgendwo durchbomben oder so? Shit. Ich hänge gerade ein bisschen, kann das sein? Oh, anscheinend aber noch nicht, weil... Anscheinend gibt es noch ein paar andere Wege, aber okay. Wir wollen aber nicht so sein. Oh Mann. Das ist ja hier anstrengend. Schon wieder 4 Minuten im Video und habe nichts, aber auch gar nichts geschafft. Hier war der andere Pfeil. Darüber? Nein, oh, ey! Mein Boomerang einfach eingesaugt, ich glaube, ich häng. Muss übrigens sagen, würde jetzt ziemlich cool finden, wenn der Boomerang weg wäre. So, hier ran. Hier konnte ich weiter. Ja, hier konnte ich weiter. Oh, nö. Da ist wieder so ein Cyclops-Ding. Cyclops, ja. Passt sogar. Ja gut, der ist aber nicht so schlimm wie der. Doch, der ist genauso schlimm wie der in... A Link to the Past. Aua. A Link to the Past. Aua. Ja, machen wir es halt so. Da ist der große Schlüssel. Okay, Angel. Ich habe noch gar nichts gefunden, ohne Scheiß. Komm, wir schauen mal, vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Ja, nein, die Tür geht bloß auf. Shitty! So. Oh Gott. Ich stelle mich gerade an, denn ich finde keinen Weg. Geh mal weg, ich habe keine Zeit für dich. Lieber. Hier hoch. Notes. Irgendwo habe ich anscheinend noch einen Weg übersehen.
Muss ja. Muss ja, muss ja. Boomerang. Nein. Ding. Und jetzt sind wir wieder hier. Was übersehe ich, Freunde? Was übersehe ich? Jawohl. Das ging relativ schnell zum Glück. Was übersehe ich? Ich übersehe anscheinend hier eine Tür da hinten, aber... Wie soll man die aufkriegen? Probieren wir es nochmal... Ja, geh hoch. Kann ich nicht gebrauchen. Oder geht's doch hier irgendwo weiter und ich habe nicht ordentlich aufgepasst? Mir fehlt hier ein Schlüssel. Den einen habe ich ja schon eingesammelt. Den werde ich jetzt mal die Flötentöne beibringen. Und weg. Ja, die hatten wir ja schon. Oh nö, jetzt muss ich die nochmal machen. Das kann ich euch auch raus. Bis gleich. Ja, super. Ich brauche halt noch einen Schlüssel. Wenn mir irgendeiner sagt, wann er ist, das ist auch ziemlich cool. Ach Gott, na. Warum habe ich jetzt eigentlich meinen Enterhaken ausgerüstet? Geht's eigentlich noch? Will ich jetzt eigentlich? Boah. Ach, hier bin ich hier. Boah, echt jetzt. Und das nächste Ding geschafft. Hier oben ist nichts weiter. Ja. Ich stehe hier wohl. Armseligerweise. Vor einem Rätsel. Boah, ich habe mich irgendwie festgepackt gerade. Guck mal. Oh Mann. Kommt das auch noch? Oh, Freunde, guck mal. Es ist so einfach. Es ist so einfach. Und ich bin nicht drauf gekommen. Hm, wie peinlich. Hm, wie peinlich. Okay. Gut, dann können wir ja weitermachen. Ich mache es auch nicht mehr allzu lange. Also ein bisschen schon noch, ansonsten habt ihr einen viel zu kurzen Part, aber ich mach's jetzt aus dem Gefühl, weil ich habe jetzt meine Uhr ausgeschaltet, weil bringt ja nichts, ne? Bringt ja nichts. Also, Pfeile. Hier, bei dem Walkthrough haben sie gesagt, wir sollen die Pfeilerweiterung uns holen. Für was, frage ich euch da? Für was? Auf jeden Fall habe ich mal wieder Probleme mit den Gegnerchen. Jetzt fahren wir die Runde und jetzt geht's los. Genau, so muss das sein. Jetzt immer so im Takt hier. Komm, schnell weiter. Was war das jetzt? Kollege, was war das? Auf dich warten wir mal kurz. Erst bei Ilchen hier. Genau, dann so und zack. Wundervoll. Hi. War intelligent, ne? Ich weiß. Oh, das ist echt nicht schlimm, weil ich ja den guten Boomerang habe. Und ich bekomme sie endlich, die Karte. Stark kann ich ja den Blick auf sie werfen. Ja, das ist Select Felix. So. Oh, ich bin schon quasi durch. Interessant. Gibt's hier irgendwas von Sinn und Verstand? Gucken wir mal. Hup, Schnärpel, Derbel, Werbel, Knärpel und Flärpel. Das war klar. Hier, Aube. Ja, okay. Ist es jener Schlüssel? Nein, es ist der Kompass. Der Kompass. Truhen, bla bla. Weitere Hilfe, akustisches Signal. Warum eigentlich nicht 9999999999? Akustisches Signal zeigt, wo Schlüssel sind. Haben wir doch bei Link's Awakening normal. Also nicht das DX, was ich gerade spiele, sondern das normale. Hier ist ein Schlüssel versteckt. Oh, okay, wahrscheinlich werde ich die Jungs wieder verknüppeln. Strangers in the Night. Ich mach die eigentlich tatsächlich lieber mit Bomben, muss ich sagen. Flapp. Und zack. Na, das könnte zu spät gewesen sein. Nein, war genau richtig. Schlüsselchen. Ja, na endlich. Jetzt weiß ich auch, da wo ich hin muss. Aber vielleicht gibt es da noch einen kürzeren Weg. Man munkelt.
Quatsch, ich wollte hier hoch. Moment. Mal gucken, irgendwo gibt es immer einen Weg durch, genau. Und jetzt füllen wir erstmal mal unsere Leben auf. Wir füllen erstmal unsere Leben auf, habe ich gesagt. Das ist ja sehr schwer jetzt. Mister übliches Rätsel wieder. Boah. Diese Pferde, ne? Ohne Scheiß. Ja, ist ja gut. Boah. Kannst gleich wieder aufhören. So, und so. Ich hab's geahnt. Aber ja, Boomerang macht einem doch alles viel einfacher. Teile mal. Du hast 100 Rubine. Warte mal, wie viele Rubine kriege ich hier denn? Ohne Müll. Halt, ich wollte gucken, komme ich irgendwie... Ja, da komme ich tatsächlich und das mache ich auch erstmal. Ich bin hier null in Gefahr wegen diesen ganzen Dingern. Oh, das war der Steinschnabel. Wundervoll. Den habe ich ja unbedingt gebraucht. Aber egal. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt da nochmal zurückgucken. Oh, das ist ja alles nicht schlimm, weil der ist ja direkt hier, der Junge. Zack. Bombermanus. Hier auch nicht schwer. Hä? Ich hatte das Stockwerk gar nicht verlassen, oder? Warum ist denn alles wieder da? Gegner und so weiter und so fort. Geil. Ja, es reicht übrigens. Mit der Melodie. Für den großen Schlüssel noch nicht, fällt mir gerade auf. Aber ich habe eine Zaubermuschel. Nächste Level habe ich schon. 19. Eine Zaubermuschel noch, Freunde. Dann können wir loslegen. Level 6, Maskentempel. Spiel. Obwohl, ich könnte es eigentlich in Shortcut nutzen. Nein, hier. So. Weil das kann ich jetzt definitiv machen. Weil. Genau, weil. Meine Fresse. Was schießt denn nun kaputt? Geht wieder. Achso, ja. Hab's vergessen. Ist aber ein komischer Ort. Gibt's da oben noch irgendwie was? Nee, ist einfach nur reine Philosophie. Vor allem Philosophie. Egal. Wo der Endgegner ist, wissen wir ja. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass ich auch weiß, wo der große Schlüssel ist. Und dann sollten wir den Dungeon schon geschafft haben. Ich kann nicht springen. Da. Greift die Feder. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Herausforderung mehr mit dem Boomerang und den Viechern. Na 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 na. Na 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 na. Und wir gehen jetzt mal schnell hier hoch. Na 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 na. Bomberman, Bomberman. Oh Mann, das nervt ein bisschen, immer das rumgewechselt. Aber was soll man machen? Es ist halt ein Zelda-Spiel. Was noch viel mehr nervt, sind die Pferde. Aber wenigstens schaffe ich es jetzt meistens bei zwei Versuchen, da ist es schon mal etwas angenehmer. So. Zack. Und zack. Jetzt müssen wir hier oben weiterkommen. La 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 la. Und zack, weg wir durch. Ah, jetzt brauchen wir wieder die Ton. Ihr wisst schon. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, aber hey, ich habe den Boomerang und die Viecher sind ja absolut kein Problem mehr. Nyaung. Nyaung. Oh, war nicht hier? Nein? Ach, das war da unten. Das war da unten. Ja, dann muss ich das eigentlich fast mal schnell durchziehen, ne? An den Mund. Boah. 3, 4. Na, endlich beim vierten Versuch. Aber das ist hier schön, um alles aufzufüllen, wenigstens. Alles, was ich schon habe und nicht mehr brauche. Und sogar noch ein halbes Herz Schaden zu kriegen. Wundervoll. Autsch. Mein. Nee. Und Cut. Okay, fertig. Ich krieg langsam Übung mit den Viechern. Auch nichts verloren. Oh, sehr schön. Jetzt kommen wir hier weiter. Und da oben ist mit Sicherheit der große Schlüssel drin. Lapp. Letzter Schlüssel. Aber. Lass mich raten, der große. Hä? Achso, echt?
Endlich mit dem großen Schlüssel lassen sich die Endverstecke der Endbosse eröffnen. Gut, Freunde, und dann würde ich mal sagen, ich spiele jetzt an meiner Flöte rum. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier. Und ja, ich weiß, ich habe den Dungeon komplizierter gemacht, als er letztendlich ist, aber John Wayne. Bis dann, der euer Luna Flexi. Bis zum nächsten Part.